wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid durch dieses tiefe, dunkle, schwarze Loch namens Wochenende gut durchgekommen. Und heute wollen wir weitermachen mit unserer faszinierenden, abenteuerlichen Reise in der tollen Welt der Alkohole. Ja, was haben wir die letzten Stunden gesehen? Die letzten Stunden nochmal zur Wiederholung haben wir uns damit befasst, wie wir aus Salzsäure einen sanften Rosé herstellen können. Oder wie wir aus Kaliumjodat und Natriumsulfid etwas Bier herstellen können. Heute wollen wir mal Rum herstellen. Ich muss gestehen, ich habe den Versuch so noch nie durchgeführt. Es war halt wieder viel zu tun, ne? Ihr wisst ja, stressig und so. Und deswegen haben wir hier einmal Eisen-6-Hydrat-Chlorid und einmal Kaliumhexacyanoferrat. Mehr weiß ich auch nicht und jetzt geben wir das einfach mal dazu und dann müsste Rum entstehen. Ich lasse es mal rumgehen, ihr könnt dran riechen, aber bitte nicht trinken. In der Zwischenzeit fange ich schon mal an, das Produkt zu jemand, ob Alkohol eine Lösung ist? Claudia? Also im alkoholischen, chemischen Sinne ist es eine Lösung. Aber bei Problemen würde ich es jetzt nicht als Lösung sehen. Nenne die 5 ersten Glieder der Alkane der homologen Reihe. Markus. Methan, Ethan, Propan, Butan und Pentan. Pentan. Thank you.
Auf das Heute, Captain Morgan. Und jetzt ein geiles Leben! Woo! Du führst dein Leben ohne Sorgen. 24 Stunden, 7 Tage nichts gefunden. Was du heute kannst besorgen, das schiebst du ganz entspannt auf morgen. Ich hab 'ne Weile gebraucht, um zu verstehen, dass die Zeit reif ist, um jetzt zu gehen. Ich wünsch dir noch ein richtig geiles Leben, denn wie du dich veränderst, will ich mir nicht geben. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben mit knallharten Champagnerfäden. Wochen, alle Gläser sind zerbrochen, zwischen denen du nichts findest. Merkst du nicht, dass auch du langsam verschwindest? Ich hab 'ne Weile gebraucht, um zu verstehen, es geht nicht darum, was andere in dir sehen. Ich wünsch dir noch ein richtig geiles Leben, denn wie du dich veränderst, will ich nicht erleben. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben mit knallharten Champagnerfäden. Dass du eigentlich was anderes willst. Abschluss!